Ja, das ist total gut. Halleluja! Alles weiß. Hi, minasan, konnichiwa. Lina desu. Kyou wa obasan chi ni kite masu. Kono 5 shurii no nihonshu wo yoi shimashita node, minna to issho ni kore wo nonde mitai to omoimasu.皆さんの方が私よりでも酒に詳しいとかお酒自体が大好きなのでこの日本のさまざまな日本酒を飲んでみたいと思います。やりましょう。Ich habe euch 5 verschiedene Sake mitgebracht und dann außerdem diese zwei hier, das sind so ganz typische Sake-Arten, die man in Japan findet. Das hier ist übrigens hergestellt ganz in der Nähe von da, wo ich wohne.Und fand das lustig, allerdings, also so mit dem Tetra-Pack mit, ja, ist das mit Strohhalm. Ja, das heißt Oni-Koroshi. Oni sind diese Viecher hier. Ja. Der Rest war... Ja, Monster. So Dämonen, oh, japanische Dämonen. Das andere hier ist so quasi, das heißt One Cup. Ist auch ganz, ganz bekannt in Japan als ja, günstige Version des Sake.Und dann haben wir diese drei hier und dazu haben wir dann extra hier diese Erklärungen, wo die hergestellt wurden oder wer da der Braumeister ist und so ein bisschen die Story dahinter ist. Also echt ganz nett gemacht so von der... Wollen wir einfach mal das probieren und wir gucken, was euch so am besten schmeckt. Ich taste mit euch mit. Wenn das der preiswerte ist, würde ich damit anfangen wollen und dann arbeiten wir uns nach oben. Okay, gut, dann fangen wir einfach mal hier mit dem hier an.Das Witzige ist an dem hier halt wirklich diese Glasflasche mit dem Dosen. Ja, sag ich doch. Joghurtglas. Joghurtglas? Ja. Ups. So. Riecht nach Sake. Ich. Auch wenn man da jetzt einen Pflaumen oder Schnaps oder sowas rein. Ich weiß es auch nicht so genau. Ich gehe mal davon aus, dass die Japaner das direkt hier draus trinken. Aber wir haben ja jetzt hier mal schön ein Gläschen. Ich glaube auch, dass sie das direkt einfach trinken. So wie das Tetra-Pack auch. Uwe, du darfst anfangen. Wieder nicht. So. Findest du? Ja. So richtig schmeckt es nach gar nichts. Echt? Es schmeckt mir zu sehr nach Reis. Okay. Oh. Ja, weich. Das ist überraschend. Schon. Weich, ja. Ja, ich dachte auch, das wäre irgendwie krasser. Also vom Geruch her fand ich es irgendwie. Hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es vielleicht kratzig runtergeht oder sowas. Aber überhaupt ganz nicht. Ganz weich, ja. Ja. Schon weich, ja. Aber jetzt traut sie sich auch. Es hat auch seinen eigenen Geschmack. Ja, so nach Reis irgendwie. Ja, wenn Reis ganz frisch abgekocht ist. Echt? Ja. Ja, und es ist total mild. Gell? Ja, total ja, mild. Ja. Also es könnte ein Wässerchen sein. Genau. Ja, geh doch zum Muss ja nicht zum Lieblingsgetränk werden. Er hat übrigens 15-16% Alkohol. Ja, gesagt, ich bin überrascht, ob der Weichheit, das ist... Ja. Ja. Okay, dann gehen wir zum nächsten. Der hier hat 14% Alkohol. Was wir brauchen allerdings ist eine Schere. Oder wir trinken echt aus dem Tetra-Pack mit Strohhalm. Das wäre mal eine interessante kulturelle Erfahrung. Oh Gott. Das hier mal vorsichtig. Und dann tun wir das hier mal hinten. Bitteschön. Das ist das erste Versuchskaninchen. Ein bisschen intensiver im Geschmack, würde ich sagen. Den könnte ich mir warm vorstellen. Hier steht drauf, kann man nicht warm machen. Okay. Also, es steht nicht drauf, man soll ihn nicht warm trinken. Es steht nur drauf, das kann man so nicht in die Mikrowelle tun und aufwärmen. Echt, im Tetra-Pack sollte man es nicht in die Mikrowelle tun. Das ist was anderes. Das liegt an der Alubedampfung. Ja, aber ich meine, wenn sie es
dann halt im Tetrapack servieren, dann ist er halt einfach nicht dafür gemacht, warm mit Roten zu werden, sondern mit Strohhalm direkt aus der Tetrapack. Ja, aber das wird auch an Grundschulkinder verkauft. Die haben keine Mikrowelle, die sollen das nicht warm machen. Im Vergleich zu dem hier, wo ich relativ wenig Geschmack überhaupt empfunden habe, ist der, hat was. Der hat Geschmack. Ja, der hat Geschmack. Ja. Der ist aus einem sehr guten Reis hergestellt. Das erkennt die Uli. Ja. Langkorn, Mittelkorn? Alles, japanischer Reis ist alles Rundkornreis. Ach, okay. Genau. Mhm. Mhm. Ja, sorry, aber ich kann mit Sake scheinbar nichts anfangen. Ist er besser als der vorhin oder schlechter? Nein, oder also anders, wenn ich jetzt wählen müsste und jemand zwingt mich jetzt zum Sake trinken, dann würde ich den ersteren bevorzugen. Echt? Oh. Ja, du darfst auch probieren. Also ich fand den ersten auch besser, einfach weil er weniger Geschmack hatte. Ja, genau, weniger Geschmack. So, 1, 2, 3. Mit dem anfangen. Mit dem Fall anfangen. Ja, weil der nicht süß ist. Okay. Die anderen beiden sind süß. Dieser Sake heißt Noto. Noto ist eine Region in der Präfektur Ishikawa. Ich war dort schon mal. Das hier ist ein Junmai. So unterschiedliche Namen für die unterschiedlichen Prozesse, um Sake herzustellen. Mhm. Und so ein Junmai hat normalerweise sehr polierten Reis. Reis poliert 88%. Mhm. Und das macht es normalerweise sehr einfach zu trinken. Es hat 17% Alkohol. Mhm. Das schmeckt gar nicht nach Alkohol. Das kaufen quasi am Kiosk. Ja, hat auch eine schöne Farbe, oder? Ich sag schon mal so, Reis kannst du ja super vergären, oder? Ich meine, das ist ja pure Stärke, also was quasi Zucker ist. Sehr klar. Ist Sake natürlich? Oh. Also ist das wirklich nur per Hefe vergoren oder ist das gebrannt? Das ist nicht gebrannt. Das ist nur also gebraut quasi. Also viel zu intensiv. Viel zu intensiv, okay. Okay. Sag. Nee. Not my favorite. Nee, das stimmt. Also der zweite, den fand ich dann durchaus besser. Der eine Plastiktüte. Der ist mir zu intensiv. Ja, wo der jetzt intendiert, weiß ich auch nicht. Also der Geschmack ist schon sehr intensiv. Ja. Reis. Also wenn du Reis kochst, hier, dann geht ja so ein Duft auf. Halleluja! 17% hauen ganz schön rein, hä? Den darf man nicht trinken. Ja, mit denen man aufgewachsen sein muss. Mhm. Und es sieht so aus, als wenn Sake da dazugehören würde. Nee, weil Sake ist mega beliebt. Ja, das kann in schon, letzter Zeit das kann bei schon Ausländern sein. Und sonst was. Mhm. Ja. Das ist wie jeder andere Alkohol auch. Mhm. Dass es da Leute gibt, die das toll finden und Leute, die, aber also den, ob den Leute toll finden, weiß ich nicht. Doch, das, also, oh Gott, das ist ja. Also das wenn jemand auf Sake steht in diese Geschmacksrichtung. Alkoholiker? Also muss ich sagen, nein, muss ich dann sagen, also der hat schon sehr viel Geschmack. Also, ja, ja. Der bleibt auch lange im Mund. Dummerweise. Nee, aber das muss schon echt was ganz Besonderes sein hier, so 88% probiert und so. So stark. Okay, dann machen wir weiter mit Nagaoka. Das ist ein Junmai Dai Ginjo. Der hat 16% und ist 45% poliert. Mhm. Und trocken, trocken sich viel Aroma und Süße. Mhm. Und geht nicht auf. Das ist eine und mir das reinzieht zu meiner Stulle, oder? Bitteschön. Ich würde sagen, der ist klar wie Sake. Wie Wodka. Also der ist eigentlich sehr angenehm. Wahrscheinlich kommt das durch diese eine gewisse Süße, die da drin ist. Mhm, stand da auch ein bisschen dran. Trocken, aromatisch und süß. Nach. Wow. Ja, wenn sie gut schmeckt, das ist schön. Mhm.
und so ist wirklich, jeder sagt dir ganz unterschiedlich, obwohl es wirklich nur Reis ist. Ist gut? Angenehm. Ja? Sehr angenehm, ja. Ja. Interessanterweise. Doch, ja. Das ist jetzt mein Feind. Hebt er sich jetzt komplett von den anderen ab? Mhm. Der riecht auch ganz anders. Ja. Doch alkoholisch schmeckt der schon. Da fand ich den ersten fast noch leichter zu trinken. Ne? Aber auf jeden Fall ja, viel der besser. Erste war der erste als extrem der leicht. Ja, besser als alle anderen. Besser als alle anderen. Ja, genau. Grundtendenz. Aber er sieht wirklich auch in dem Fall eben nicht so aus wie die anderen. Aber interessant, wie verschieden. Mhm. Ja. Alles Reis. Ja. So, der dritte, Ageo, auch ein Jumai Dai Ginjo, poliert auch mit 45%, auch 16% Alkohol, aber ganz anders als der andere, hat er sehr viel Aroma und sehr viel Süße anscheinend. Was? Aber das sind was? 17%? Das ist etwas trüb. Schaut ganz anders aus als die anderen. Hat man den Schütteln so an? Nein, der ist durchgehend trüb. Das ist irgendwas am Geschmack, den ich total ablehne. Mhm. Ist unangenehm irgendwie. Ja, das schmeckt, als wäre etwas Zitrone drin. Aha, okay. Ist das negativ? Das riecht echt irgendwie sauer. Nicht schmeckt der. Oh. Ja, weil vielleicht Zitrone drin ist. Ja, auch weil das er halt säuerlich, aber süßlich ja, ist. Ja. Der ist sauer und süß. Mhm. Ist es etwas Sake süß sauer? Sake süß sauer. So, und jetzt habt ihr die 5 hier probiert und jetzt dürft ihr eure Meinung dazu abgeben, wie ihr die ranken würdet. Du darfst anfangen. Nummer 1. Ja. Nummer 2, Nummer 3. Mhm. Nummer 4, Nummer 5. Ja. Papa, was ist deine Meinung? Für mich ist auch der hier, für mich am besten trinkbare. Mhm. Der ist in keiner Weise aufdringlich. Ja. Mhm. Ja, ja. Dann würde ich den hier an dritter Stelle sehen. Mhm. Den hier an vierter Stelle und den hier an der fünften Stelle. Mhm. Okay. Geschmäcker verschieden. Differenziert. Genau, also mein erster Platz wäre der auch von, ja, von Nagoaki oder wie. Dann der zweite hier, weil der hat auch geschmacklich was, ein bisschen Wasser trinken. dann ist der. Deine Nummer 3. Eine Flasche leeren oder wie trinkt man das? Ja, also normalerweise sowas kauft man halt wirklich auf meinem Weg von der Arbeit im Convenience Store und geht dann nach Hause und zieht sich das zu Hause rein. Okay. Und ich glaube, das geht so in die gleiche Richtung. Ja, Premium. Ja, Premium-mäßig irgendwo. Trinkt. Aber nur, wenn du weißt, was die schmeckt. Die Idee ist ja natürlich bei so einem Set, dass du eben rausfindest, was dir schmeckt. Ach, und deswegen sind sie halt alle sehr unterschiedlich. Okay. Und immer mit der Information halt auch, wie da die Aromen sind und was da die Tasting Notes sind und eben wer das hergestellt hat, damit man eben mehr über Sake lernen kann. Habt das ist ja das Ziel davon. Habt ihr die drei anderen schon zusammen probiert? Also du und Taka oder? Nee, wir sind ja auch keine Sake-Trinker. Trinken, wie wir Rotwein oder Weißwein trinken. Ja, genau. Ja, okay. Genau. Also normalerweise wirklich so passend zu jedem Gericht einen unterschiedlichen Sake und dann eben auch dementsprechend, ob der jetzt kalt serviert werden sollte oder bei Raumtemperatur oder eben warm. Und in welchen Mengen? Mhm. Also die meisten Japaner servieren Sake schon in sehr kleinen Gläsern, aber wenn man irgendwie wo was trinken geht, dann ist es halt schon so mehr so gemeinschaftlich. Also man kriegt dann so eine Karaffe mit Sake und dann so diese kleinen Shotgläser. Genau. Und man schenkt sich immer gegenseitig ein. Das heißt, du musst auch immer aufpassen, dass
wenn jemand anders ausgetrunken hat, dass man immer nett nachschenkt. Und wenn man irgendwann voll ist, dann sollte man aufpassen, dass man nicht austrinkt, weil sonst wird man die ganze Zeit nachgeschenkt. Genau, sonst kriegst du ständig nach. Das ist quasi Infinite Supply. Okay. Ja, das war die schöne Sageprobe heute. Ihr dürft die natürlich hier behalten. Ich nehme den. Viel Spaß beim Austrinken. Genau, viel Spaß beim Austrinken. Wieder einmal eine Bereicherung. Ich habe auch viel Neues dazu gelernt. Und das hier. この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。ありがとう。バイバーイ。ありがとう。